Die Theatermacher der Stadt verfolgen einen großen Plan. Gemeinsam wollen Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls sowie die Kleinkunstbühne Q24 der kulturarmen Zeit im kommenden Sommer den Kampf ansagen. Es ist ja so, dass wir alle in der Bredouille sind, wie der Sachser sagt, dass wir nicht spielen können und so weiter. Und es gibt einfach keine Hoffnung, auch jetzt noch nicht. Und da haben wir uns gedacht, was könnten wir machen? Natürlich eine Open-Air-Veranstaltung. Die Initialzündung lieferte ein Interview des Q24, das Tom Pauls, dessen Theater nur gut 150 Meter entfernt liegt, am 21. Januar las. Noch am selben Tag rief Pauls bei seinen Leidensgenossen durch. Schon war die erste Zusammenarbeit der beiden Häuser geboren. Das hat sich dann schnell entwickelt. Erstes Treffen mit dem Oberbürgermeister. Und jetzt sind wir schon ziemlich weit. Wir teilen uns in diese Veranstaltung rein. Also wir spielen nie blockweise, sondern einen Tag der Tom und dann wieder wir und dann wieder Tom Pauls. Angedacht ist ein vielfältiges Kabarett- und Musikprogramm. Dieses soll 17 Veranstaltungen beinhalten, die zwischen dem 5. und 29. August durchgeführt werden können, sofern es Corona zulässt. Da die Theateröffnung aufgrund der Pandemie weiter unplanbar bleibt, gehen beide Häuser an die frische Luft. Genauer gesagt an die Pirnschen Elbwiesen. Hier haben wir die Möglichkeit, die Plätze so zu stellen, dass es auch mit Abstandsregelung möglich ist, das Ganze durchzuführen. Anhand des erstellten Hygienekonzeptes sollen so im August bis zu 300 Menschen mit entsprechendem Abstand zeitgleich und gemeinsam Kultur erleben können. Ein wichtiger Schritt, meinen die Initiatoren. Ein längst überfälliges Signal, das zeigt, dass wir uns selber Hoffnung geben, aber auch den Leuten, unseren Besuchern, den Besuchern von Pirna, den Einwohnern von Pirna, dass wir sagen, wir leben noch erstens, wir sind wieder aufgetaucht und es geht wieder weiter. Dass es salopp gesagt schon irgendwie weitergeht, gilt gegenwärtig auch für das Q24. Bislang sei man trotz monatelanger Schließung gut durch die Pandemie gekommen, heißt es. Die ausgezahlten Corona-Hilfsprogramme sowie der städtische Betriebs- und Mietkostenzuschuss in Höhe von 25.000 Euro aus dem Jahr 2020 hätten bislang gut wirtschaften geholfen. Das unsichere Finanzgefüge der Stadt könnte die Kleinkunstbühne aber vor Probleme stellen. Wir sind natürlich auch ein Stück von der Stadt abhängig. Wenn jetzt der Haushalt total eingefroren wird, beziehungsweise es gibt keinen Haushalt für dieses Jahr, und es wird überall gestrichen, dann ist es für uns durchaus problematisch, die Bühne weiter betreiben zu können. Nichtsdestotrotz wollen Pirnas Kulturschaffende positiv gestimmt in die Zukunft blicken. Der Ticketverkauf für das Open-Air-Festival beginnt am kommenden Dienstag. Und sollte der Kulturaugust tatsächlich stattfinden können, wer weiß, vielleicht entwickelt sich daraus ja sogar eine weitere pirnsche Kleinkunsttradition.